Die Schande fängt an mit der liebe Gott. Der liebe Gott war schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen worden. Als Petrus ihn endlich fand, zeigte Gott nach unten und sagte: Schau mal, was ich gemacht habe, die Erde. Es ist ein Ort des Gleichgewichts. Ich habe Leben darauf gesetzt. Gleichgewicht, sagte Petrus, was soll das heißen? Ja, sagte Gott zum Beispiel, Nordamerika wird sehr wohlhabend sein, Südamerika wird sehr arm sein. Dort gibt es einen Kontinent mit weißen Leuten, dort einen mit schwarzen Leuten. Manche Länder werden warm und trocken, andere werden wieder mit dickem Eis bedeckt sein. Petrus ist total beeindruckt, guckt sich die Erde genauer an und sagt, was ist das hier? Ja, sagt Gott, das ist der Kreis Herford. Das ist die schönste Stelle auf der Erde. Da werden nette Leute, traumhafte Seen, Wälder, idyllische Landschaften und wunderbare Städte und Dörfer sein. Es wird ein Zentrum der Kultur und der Geselligkeit. Die Leute im Kreis Herford werden schöner, intelligenter, humorvoller und geschickter sein. Außerdem sehr gesellig, fleißig und leistungsfähig. Petrus ist schon wieder total beeindruckt und sagt, ja, was ist mit dem Gleichgewicht? Ja, ich sag, Gott, mach dir keine Sorgen. Nebenan ist Bielefeld. Die Bielefelder hier. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur traditionellen Grünkohlessen des Freundeskreises Herford Bistanktum. Regina und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder vollständig dabei seid, dass ihr beim ganzen Jahr so ein Tüchchen mitgeholfen habt, dass dieser Verein am Flackern bleibt, dass das Denkmal für die Gäste geöffnet werden kann und alles so wunderbar aussieht. Ich freue mich, dass ich besondere Gäste begrüßen darf. Ich darf beginnen mit Tim Kähler und ich darf deswegen mit Tim Kähler beginnen. Dafür haben wir auch Verständnis, weil er gleich schon wieder weg muss. Er hat noch einen Folgetermin. Ja, das ist. Ich weiß nicht, was wirklich wichtiger sein kann als dieser Abend. Gleichwohl wissen wir es sehr zu schätzen, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat und hier heute für ein halbes Stündchen bei uns ist und auch ein kleines Präsent und eine wunderbare Nachricht in den Taschen hat. Lieber Tim Kähler, sei so nett und grüß die Menschen dieser Stadt. Ja, sehr geehrte Frau Hense, sehr geehrter Herr Bubig, werter Vorstand, liebe Vereinskameradinnen und Kameraden, bin ja auch Mitglied hier in dem Verein, sehr geehrter Herr Landrat, lieber Herr Müller. Ich komme immer wieder gerne hierher, aber manchmal ist es halt so, dass man sich am besten klonen muss, damit man alle Termine schafft. Ich werde um 20 Uhr noch zum Kulturanker gehen, um auch dort anwesend zu sein und vorzutragen. Ich wollte es mir aber nicht nehmen, wieder hierher zu kommen und natürlich kommt ein Bürgermeister nicht mit leeren Händen. Ich finde, dass der Verein Bismarckturm wirklich wie immer tolle Arbeit leistet. Es gäbe diesen Turm nicht ohne den Verein, es gäbe viele Veranstaltungen in unserer Stadt nicht ohne diesen Verein und von daher würde auch ein gehöriges Stück Attraktivität in unserer Stadt fehlen und von daher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank im Namen der Stadt und des Rates der Stadt. Und ja, machen Sie so weiter, weil Herford kann jede Form von Unterstützung und Attraktivierung gebrauchen, ungeachtet der Ausführung von Herrn Bubig. Natürlich, nichts ist so gut, dass man immer besser werden kann, glaube ich immer. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wie das so ist, bringe ich natürlich immer Präsente mit, ein kleines und ein etwas größeres. Das kleinere habe ich hier in der Hand, wie immer die Fahne, ja, damit auch im nächsten Jahr wieder eine neue Fahne auf dem Turm wehen kann. Die überreiche ich einfach mal so, weil nach einem Jahr in Wind und Wetter sieht es ja nicht mehr so schön aus. Von daher erstmal die Fahne. Aber ich habe gesagt, das ist das kleine Präsent, weil wir haben ja auch gehört, der Turm ist in die Jahre gekommen und da muss ein bisschen was gemacht werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir einmal die Reparatur des Turmkopfes in Auftrag gegeben haben als Stadt und auch die Reparatur der Treppe. Summen soll man ja nicht nennen, aber das ist schon in Auftrag gegeben. Witterungsbedingt wird das jetzt nicht gemacht, aber so wie das dann in 2018 geht, werden wir das in Ordnung bringen, damit eine schöne Flagge auch auf einem schönen Turm geht. Und von daher, ja, also von daher hoffe ich, dass wir dann im nächsten Jahr bei der Eröffnung einen anständigen Turm auch wieder sehen werden. So. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend. Und mal sehen, vielleicht kriege ich noch ein bisschen Grünkohl ab, bevor ich da hingehe. Ansonsten schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ja, dann würde ich jetzt erst mal.
Ja, wir machen weiter mit Tim Keller zunächst mal in der Reihenfolge. Ganz herzlichen Dank, dass diese frohe Nachricht verbracht worden ist. Sie wollten mich natürlich noch vorenthalten bis zur Jahreshauptversammlung. Also es gab einen ganz heißen Draht, einmal zu Tim Keller, weil er auch bei uns Mitglied ist und sehr engagiert für den Verein. Und eben diesen Kontakt hergestellt hat. Da gab es irgendeinen Fonds, der angezapft werden konnte. Und die Herrschaft im Rathaus wird jetzt dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Ich freue mich auch sehr, dass der Landrat heute Abend hier ist. Ich war Jürgen Müller, herzlich willkommen. Uns ist noch rechtzeitig zu Ohren gekommen, dass Jürgen Müller eigentlich ein gelernter Nikolaus ist. Er ist am 6.12. geboren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich und einen kleinen Nikolaus aus dem Hause Bismarck. Vielleicht zwei, drei Worte für uns. Die habe ich natürlich. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, wie für das Präsent, wenn es was jedes Jahr gibt. Wenn man Geburtstag hat und kommt. Der Geburtstag ist bei mir fest. Aber Geburtstag, und das ist eben schon angeklungen. Der Kreis Herford, die Stadt Herford, ist ja lebenswert. Hast du das so schön beschrieben. Wir wissen jetzt, warum es lebenswert ist. Aber es ist auch deshalb lebenswert, weil es hier so viele Menschen gibt. So viele Menschen, die sich engagieren. Und wenn ich so in die Runde gucke, sehe ich viele bekannte Gesichter. Ich sehe viele, von denen ich weiß, und das ist nicht nur, wenn ich Bernd Bahler angucke, der Bismarckturm, sondern es sind auch andere Dinge. Dafür sage ich mal an alle, die hier ein herzliches Dankeschön, dass sie sich für den Bismarckturm, für die anderen Dinge ehrenamtlich im Kreis Herford engagieren. Ich denke, das wird auch 2018 so sein. In dem Sinne nochmal wirklich herzliches Dankeschön. Es ist wichtig, dass wir diese Kulturgüter, die wir hier im Kreis Herford haben, so etwas wie den Bismarckturm, wie unsere historischen Gebäude auch wirklich erhalten und pflegen. Und das Schöne dabei ist, sie werden ja nicht nur erhalten und gepflegt, sondern es gibt auch den einen oder anderen Einlass, Mittsommerfest, wo man sich versammelt, spricht miteinander, eine Begegnungsstätte hat, Kontakte hat. Dafür jetzt auch einmal an den Vorstand ein ganz herzliches Dankeschön. Ich hoffe auch da, dass das Engagement weiter so. An all diejenigen, die dazu beitragen, dass der Turm geöffnet ist, auch ein herzliches Dankeschön. Ja, und viel mehr will ich gar nicht sagen. Ich denke, heute Abend geht es darum, ein bisschen miteinander zu sprechen, ein bisschen zu essen. Und ich bin ja auch Vereinsmitglied. Ich freue mich auch darauf, die Kontakte heute Abend einfach zu haben, das eine oder andere Gespräch zu führen und ein bisschen Spaß zu haben. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderschönen Abend. Ich lese euch ein Gedicht vor. Ein Gedicht habe ich nicht, weil er das sagt. Aber er hatte gestern Geburtstag. Aber gerade abgearbeitet. Gut. Ja, wenn es zu spät kommt, ja. Lieber Jürgen Müller, herzlichen Dank für diese freundlichen Worte. Und ihr habt natürlich recht, wir möchten Sie und euch ja nicht mit langen Reden heute anfangen. Dieser Abend dient auch der Geselligkeit insbesondere, weil wir uns ja sonst kaum in dieser großen Runde sehen, sondern eher in kleinen Brücken oben am Turm. Besonders begrüßen möchte ich immer noch gerne den Herrn Bölz, der heute auch mal wieder dabei ist, Herr Bölz. Herzlich willkommen. Herr Bölz ist der zuständige Weinmann, wenn ich das so sagen darf, in dem neuen Dienstag kenne ich nicht. Aber Sie sind für den Waldboden zuständig und dort für die Pflege der Pflanzen, der Bäume. Und mittlerweile sorgen Sie auch dafür, dass ganz viele Bäume weg müssen oder weg sollen. Ich weiß nicht, was für ein Grund das ist, aber auch die werden gelernt. Das werden wir doch nicht einfach mal machen. Schön, dass Sie dabei sind. Was uns auch freut, ist, dass die Frau Römer da ist und gleich noch jemand vom Westfalenblatt kommt, wenn ich das dazu sagen darf. Und natürlich auch unser Haus- und Hoffotograf, in Klammern Sigmund Bischoff. Alle herzlich willkommen. Und das Essen geht um 19:30 los. Da habe ich jetzt noch so ungefähr ganz genau 9 Minuten. Brauche ich aber nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall schöne Grüße von unserem Ehrenvorsitzenden ausrichten. Den habe ich gestern im Krankenhaus besucht. Es geht ihm leider sehr schlecht. Aber er lässt grüßen und hat gesagt, er denkt immer noch gerne
und immer wieder an die vielen schönen Stunden am Wissenschaftler und so. Und wenn das jetzt seine letzten Gedanken sind, dann wollen wir an den. Sparen Sie sich vielleicht auch erstmal den Besuch bei Wintersau, da ist im Moment etwas, nicht mit der Quarantäne, aber so ein bisschen in so einem geschützten Bereich sein, damit er sich hier so ansteckt, aber das gönnt er nicht in diesem Bereich. Grüße auch aus Chicago, Karl und Edith Bartsch, können heute nicht dabei sein, haben aber eine, ich soll das ja nicht sagen, eine kleine Bierspende überwiesen, ich sage es trotzdem, weil sie immer wieder so nett an uns denken, aus Amerika herüber die Grüße schicken. Schön, dass alle dabei sind. Auch Ulrich Sawatzki ist wieder da. Ulrich sorgt auch jedes Jahr dafür, als Firmenkundenbetreuer der Volksbank, dass wir nicht ganz arm dastehen und auch das Geld aus dem Raum der Volksbank kriegen. Lieber Ulrich, vielen Dank. Jetzt haben wir Sie genug mit den Worten gelangweilt. Einen schönen Abend für uns alle. Einen schönen Abend und guten Appetit. Vielleicht schon als hier mit den ganzen Fischen. Wie sieht's denn da aus? Wir müssen uns alle festmachen. Oh nee, das geht jetzt nicht. Aus. So, jetzt alle einmal laut lächeln und zu mir schauen. So, und nochmal. Und lächeln bitte. Dann möchte der liebe Hans Werner etwas sagen. Ihr könnt den fürs Wismar so trinken, dann habe ich verdünnt. Ihr könnt auch Auto fahren. Sehr so wohl. Alles Gute. Das Mitglied im Wismar-Turmverein, das ist die liebe Christina Römer. Liebe Christina, wir freuen uns sehr, dass du jetzt zu uns gehörst. Herzlich willkommen. Christina Römer ist natürlich alle längst bekannt. Ist die Leiterin der Lokalregation Raum Neu-Westfälen. Also dann, viel Prost!